dass eine Neuordnung des internationalen Finanzsystems wirklich zügig angegangen wird. Es kann nicht sein, dass gewisse Zocker auf der Welt teuer erspartes Geld, dass also Wirtschaftskrisen finanziert werden, weil man meinte, man könnte aus nichts auch Geld machen, man könnte aus nichts auch etwas erwirtschaften. Es muss wieder so sein, dass man diesen Leuten das Handwerk legt. Wir brauchen dazu eine europäische Ratingagentur und eine europäische Finanzmarktaufsicht, um hier besser gewappnet zu sein. Als nächster spricht der Kollege Abgeordnete Herbert Scheibner, bitte.